Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Wie ich euch in meinem gestrigen Video schon erzählt habe, wollen wir ja heute zu Oma und Opa fahren. Und da ich noch so viele Reste habe, die so weg müssen, habe ich gedacht, ich backe Kuchen und mache davon einfach mal ein Video und lasse euch zugucken. Ja, wir haben die Nacht leider wieder nicht so gut geschlafen. Dominik hatte gestern Abend noch wieder Schmerzen wegen der Zähne und auch wieder so ein Husten. Ich musste ihm dann gestern auch noch ein Schmerzzäpfchen geben, weil das sonst einfach nicht ging. Danach hat er dann eigentlich gut geschlafen. Bei uns natürlich wieder. Aber besser so, als dass er dann Schmerzen hat und nicht schlafen kann. Ja, dementsprechend war er natürlich heute Morgen dann wieder müde, hatte nicht so viel Lust in den Kindergarten, wollte am liebsten direkt zu Oma und Opa fahren. Aber ja, erstmal die Arbeit, wie mein Mann immer so schön sagt. Er geht ja arbeiten im Kindergarten. Ja, so, dann fange ich jetzt mal an und wünsche euch viel Spaß. Achso, ich mache einen Zitronenkuchen jetzt als erstes. Ich werde zwei backen. Also einen Zitronenkuchen, den habe ich noch nicht gemacht. Ja, nur mal so eine Fertigbackmischung. Und einen Eierlikörkuchen, das ist so unser Kuchen, wenn es mal schnell gehen soll. Und ja, ist halt mit Eierlikör drin, wird gebacken. Und ja, das schmeckt ganz gut und der hält sich auch sehr lange. Und ja, gut, dann fange ich jetzt mal an. Jetzt habe ich, wie ihr gesehen habt, erstmal die Zitrone von der Schale befreit. Die brauche ich für in den Kuchen und die Zitrone ausgepresst. Die brauche ich nachher für die Glasur obendrauf. Ja, und jetzt fangen wir an zu rühren mit meiner Küchenmaschine. So, dann muss ich erstes die Eier. So, als nächstes den Zucker abwiegen. Ich stelle euch mal eben auf die andere Seite. Könnt ihr vielleicht auch mehr sehen.
Meine Waage jetzt erstmal wieder auf Gramm umstellen. Das ist bei dir so ein bisschen tricky. Man muss da irgendwie Fingerspitzengefühl haben. Weil da gibt es keine extra Taste. Sondern man muss das ja, hier so mit Reiben ausmachen und dann stellt die sich um. Die hat halt Oz und Kilo und Gramm und die stellt sich dann schon mal gerne von alleine irgendwie um. Wenn man da mal dran kommt beim Abwischen oder so, dann stellt die sich um. So, jetzt muss ich gerade gucken, wie viel Zucker ich brauche. Wenn ich das jetzt gleich anstelle, werde ich in der Zwischenzeit das Backpulver mit der Zitronenschale, Vanillezucker und der Margarine zusammenmengen. Wenn ich jetzt die Küchenmaschine anhabe, werdet ihr mich wahrscheinlich nicht verstehen, deswegen. Dann kommen jetzt Margarine, Vanillezucker, Backpulver und die Zitronenschalen dazu. Dann wird das ordentlich durchgemixt. Und dann kommt das gleich in eine Backform. Also im Rezept steht, dass man das eigentlich auf dem Backblech machen soll. Ich finde das dann so unpraktisch vom Backblech aus. Nachher in Tortenbattler halt reinzukriegen. Deswegen nehme ich so eine ganz normale, hier so eine 28er oder 26 cm. Weiß ich auch gar nicht so genau. Springform. Und ja, wie gesagt, jetzt wird das alles nochmal verrührt. Backofen habe ich gerade im Vorheizen angemacht. Soll so zwischen 175 und 195 Grad in den Backofen bei Ober-Unterhitze. Ja. Und dann kommt der in den Ofen für 20 bis 25 Minuten. Ich werde wahrscheinlich dadurch, dass der dann mehr auf einer Stelle ist, in einer Springform, wird er wahrscheinlich länger brauchen. Und dann machen wir im Anschluss gleich den Eierlikörkuchen. Jetzt wird es wieder laut. Kuchen ist in der Form, kommt jetzt in den Ofen. Ich muss dann jetzt erstmal ein bisschen was abspülen und wenn ich dann den Eierlikörkuchen anfange, dann lasse ich euch wieder zugucken. So, ihr Lieben, meine Utensilien sind jetzt wieder sauber. Mein Rührer und meine Schüssel. Ich habe zwar noch eine zweite Schüssel, aber nicht den Rührer muss ich sowieso abspülen, dann spüle ich auch die Schüssel mit ab. Also ich muss jetzt anfangen, also ich brauche jetzt als erstes nämlich die 5 Eier kommen rein, 250 Gramm Zucker und 2 Päckchen Vanillezucker. Schön schaumig rühren und im Anschluss wird dann, unser Kater, kommt dann noch 250 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Und vorher, bevor Mehl und Backpulver reinkommen, kommen noch 250 Milliliter Öl und 250 Milliliter Eierlikör rein. Wenn man nicht so gern Eierlikör mag, kann man auch gerne Kaffeelikör nehmen oder Schoko.
Likör. Also alles, was so cremig an Likören gibt, kann man eigentlich nehmen. Man kann auch gerne gemahlene Nüsse oder irgendwas runter machen. Archibald, nein. Kann man halt gerne alles mit runter machen. Oder auch hier so Schokotropfen oder halt nachher mit Schokoglasur. Ich mache ihn heute relativ einfach. Ich werde eventuell ein paar Schokotropfen nachher mit reinmachen. Nur bei denen ist immer das Problem, weil der Teig ist ziemlich flüssig. Wenn ihr natürlich Nüsse mit reinmacht, wird der ein bisschen fester, kompakter, dass sie durchrutschen. Deswegen darf man die wirklich erst kurz, bevor man die in die Form und den dann direkt in den Backofen tut, reinmachen, weil sonst hat man die Tropfen nur unten, weil die, wie gesagt, durchrutschen dann, weil die zu schwer sind, weil der Teig wirklich sehr flüssig ist. Ja, dann fange ich jetzt mal an. Eventuell wird gleich der Ofen piepen mit dem Zitronenkuchen. Ich bin mal gespannt. Der Teig ist jetzt fertig. Ich kann euch den mal so kurz in der Schüssel zeigen. Also er ist wirklich schön flüssig. Ich kann ihn jetzt noch nicht in die Form tun, weil ich brauche von der Springform den Kranz. Weil ich mach den in diese Kranzform. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und da habe ich, das ist halt von demselben Set und da brauche ich halt den Rand, deswegen, also ich werde auch hier so Schokotropfen mit reinmachen. Aber damit muss ich halt jetzt noch warten, weil der Zitronenkuchen hat eben gepiept nach einer halben Stunde. Aber wie ich mir das schon gedacht habe, war der noch innen ganz roh. Also der braucht mal mindestens noch eine Viertelstunde. Und ja, deswegen zeige ich euch dann nachher, wenn die Kuchen fertig sind, das Endergebnis. So, ihr Lieben, wir wollen jetzt gleich los, aber ich wollte euch vorher eben noch die Kuchen zeigen. Das ist einmal der Zitronenkuchen, schön mit Konfetti. Und das ist der Eierlikörkuchen. Und das ist das, was ich gemeint habe mit diesen Schokotrops, dass sie dann oben am, ja, alle oben kleben. Aber naja, schmeckt trotzdem und okay, ich melde mich gleich nochmal, wenn wir den Dominik abgeholt haben. Bis gleich. So, wir haben jetzt den Dominik abgeholt. Sag mal hallo. Nö, du sagst immer nö. Er sagt immer nö. Der Jürgen fährt uns. Und jetzt sind wir nämlich auf dem Weg nach Oma und Opa. Wenn wir dann heute schon von dem Kuchen essen sollten, dann werde ich euch berichten, ob er schmeckt. Und ja, jetzt fahren wir erstmal eine Stunde und hoffentlich kommen wir gut durch und heil an. Bis später. Thank you.
Tschüss.